So, hallo. Oder wie es bei mir jetzt heißen würde, guten Abend. So, ja, wo sind wir hier? Viele werden es, beziehungsweise einige werden mit Sicherheit es, den Anblick hier kennen. Ja, wir sind auf Hof Bergmann. Ja, zusammen mit der Old Farm wäre das die zwei letzten Produkte auf dem, Produkte, Projekte auf dem 17er sein dann. Ich hoffe, dass ich soweit klarkomme. Ich habe noch lange nicht alles gesehen hier. Aber ich muss wirklich sagen, top Sache hier. Ich nehme jetzt auch mal etwas anderem auf. Mit einem anderen Code ich mal auf. Dann können wir mal gucken, wie es ist. Weil er ist doch relativ systemfressend. Genau. Okay. Hallo. Oh, aua. Sag mal. Also, hier geht's rein. Okay, ich brauche nicht mehr arg viel. Ich gehe mal ganz grob drüber. Ich glaube, den Hof kennt jeder. Hier Ballenlager zum Ballen. Also Heu- und Strohballen zum Verstauen. Eine super Sache. Hier die verschiedenen Traktoren. Ich habe einen Fahrzeugpack dabei. Mal gucken, welche ich davon behalten wird. Fliegelwagen ist dabei. Hier ist Wasserfass. Hier ist der Waschplatz. Hier kann man Wasser rauslassen. Genau. Ob es mit dem Kaufen noch so ist, weiß ich nicht. Das müssen wir mal noch gucken. Ob das dann irgendwann zu teuer wird, weiß ich nicht. Da werden wir dann mal sehen, ob man da irgendwas vielleicht noch was tun dagegen. Hier die Werkstatt, natürlich, wie man es kennt. Milchtank. Die hintere geht's weiter. Hier ganz tolles Feature an der Karte. Butterproduktion hier. Ne? Milch rein, Butter raus. Hier kommen die Fässer dann hin, die man dann abtransportieren kann. Eine super Sache. Jo, gehen wir mal weiter. Hier ist nichts mehr. Machen wir mal kurz auf. Okay, hier ist dann nichts mehr. Nur noch Wiese und so. Ja, hier steht der Güllewagen, Güllestreuer. Dann haben wir hier ganz klar. Also ich kann mal gucken, ob hier. Da ist keine Ansicht dran. Okay, aber ich glaube, hier ist sie. Genau zum Futter machen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber ich würde es als Futter für die Kühe, die dann hier drin stehen. Hier stehen noch ein Ladewagen. Hier steht noch ein, würde ich gerade sagen, Bagger, ein Kramer. Hier geht's weiter. Hier ist auch irgendwas. Da bin ich aber auch nicht ganz durchgestiegen, was das ist. Machen wir mal gucken. Dispenser. Ich glaube, das ist irgendwie zum Trocknen oder so, aber bin ich mir auch nicht sicher. Das werden wir dann rausfinden. Hier ist ein kleiner Misthaufen. Hier ist eine kleine Weide noch. Wahrscheinlich für die Kühe. Hier einzelne Garagen. Hof Bergmann wurde ja zigmal umgebaut oder verbessert. Und ich muss sagen, das Ding ist echt Wahnsinn. Ein Wahnsinn ohne Ende. So, hier geht's rüber. Wieder Unterstellmöglichkeiten hier. Ah, es ruckelt noch ein bisschen. So, hier nochmal. Vermutlich eine Pferdebox, aber ich weiß nicht genau, für was es sein soll sonst. Mal gucken noch. Genau. Gehen wir mal hier rüber. Sagt, hier sind die Hallen. Das sind die Kuhstall. Hier Gülle. Hier auch zum Unterstellen. Hier heißt es die Hühner. Genau. Hier kommen wir auch noch rein. Hi. Kriegt schon mal ein Fendt. Sehr schön. Weg da. So. Hier hinten. Halt, stopp, falsche Richtung. Wo sind sie? Hier. Guck mal hier. Hier hat es Gänse drin.
Das war jetzt mir neu. Hier kann man, glaube ich, Stroh absaugen oder zum Hoch ins Lager oder so. Aber wie gesagt, ich nehme jetzt alles nicht jedes ernst, was ich sage, weil ich weiß nicht so richtig, ob es alles auch stimmt. Hier kann man, wo es ruckelt, aber auch schon gewaltig hier Silage, glaube ich, machen. Genau, Silage im Silo. Oh, jetzt ruckelt es aber. Irgendwie habe ich die Befürchtung, dass hier im Hintergrund noch irgendwas läuft bei mir. Aber okay, nicht weiter schlimm. So, genau, hier ist das Silo zum Silage machen, hier zum Reinkippen. Einwandfrei. Muss es nicht mal mehr reinschmeißen. Da hinten ist ein Heulager. Beziehungsweise. Hier steht es erst dran. Oh, es ruckelt aber hier gewaltig. Da muss ich noch was machen. Ja, wie immer halt. Beim Frido ruckelt's. So, da hinten ist noch ein Silo. Hier hinten, das Weiße, das müsste eigentlich die Verpackungsstation sein, scheinbar. Aber ich bin mir auch nicht sicher, da der Komposter, klar, wie man es kennt. Hier. Ich glaube, wir laufen lieber, ich glaube, das ist sinnvoller, aber es ruckelt auch. Okay. Gut, rennen wir mal kurz da runter. So. Hier Schweine. Schweinezucht. Genau. Genau. Schweinezucht hier, glaube ich, zum Getreide herstellen. Glaube ich. Ja, genau. Nee, halt, stopp, das ist für Schweinefutter. Hier noch ein Pumpwagen. Also hier nochmal ein Silo. Hier nochmal Lagerhallen, beziehungsweise also mordsmäßig viel Lagermöglichkeiten. Was haben wir hier noch schönes? Nochmal Lagermöglichkeiten. Hier. Das sind vermutlich dann die Schafe hier, gehe ich mal davon aus. Genau. Oder? Nee, halt, das waren. Moment mal. Genau, das waren Ziegen. Das ist der Ziegenstall. Das wusste ich auch nicht. Das muss auch neu dazugekommen sein. Genau. Ja. Das war der eine Teil vom Hof. Wie gesagt, hier hat es noch Unterstellmöglichkeiten, noch und nöcher. Aber irgendwas. Ja, nicht ganz in Ordnung hier. Rennen wir mal kurz rüber. Ich zeige euch jetzt bloß mal den Hof. Den Rest können wir dann im Spiel selber dann sehen. So, hier der Anfangsfuhrpark, nicht gerade wenig Zeug. Hier, das ist jetzt da. Mal gucken, Getreide. Ah, Saatgut, Pick Pads. Ah, okay. Saatgutmacher sozusagen. Ja. Oh, mag nicht. Ach, jetzt. Da steht noch ein Förderband drin. Hier, wie gesagt, lauter Maschinen, die im Stadtfuhrpark dabei sind, wenn man das Fahrzeug Pack runterlädt. Sonst sind andere Maschinen dabei, soweit ich das gesehen habe. Aber ich habe den Pack mit
glaube ich, an die 500 MB oder so waren das auch nochmal extra runtergeladen. Ja, hier hinten noch ein John Deere, nochmal ein Fendt, ein 700er, 724er. Dann haben wir hier noch den Drescher. Genau. Hier hinten noch eine Hoftankstelle, die aber leer ist. Das hier, das ist glaube ich der Flüssigdüngermacher. Also da schmeißt man effektiv Wasser und das Nitram rein. Und dabei kommt dann praktisch Flüssigdünger raus, auch ganz praktisch. Und das ist glaube ich flüssiger Lager. Also ich alles leer. Ja. Komplett leer. Hier sind noch viele Felder, Wiesen. Also noch und nöcher. Man kann ja mit Sicherheit hunderte von Stunden drauf spielen. Man wird nicht alles sehen. Könnte ich mir vorstellen. So sieht die Karte aus im Groß. Hier ist der Hof. Also nicht gerade wenig hier. Hier ist die BGA, wir können ja mal schön hinspringen. Zack. Das ist die BGA. Biogaslage, genau. Kann man alles reinschmeißen. Hier ist. Genau. Da kann man dann wahrscheinlich dann auch den Ding-Tank ab. Ja. Raffinerie. Hier kommt praktisch Biodiesel raus. Kann man dann kann brauchen zum Tanken. Also sprich Ölfrüchte rein. Also ich glaube Raps und sowas. Und da kommt Benzin raus, Biodiesel raus. Ist noch eine Tankstelle dazu. Was man hier aufpassen muss, hier gibt es auch Öffnungszeiten von den ganzen Sachen. Also Händler und so, weil ich weiß, hat Öffnungszeiten. Gülle. Gülle-Separator. Einstreu. Ah, da kann man Gülle reinschmeißen und Einstreu kommt raus, genau. Also viele neue Sachen. Aber dank diesem Zusatzmod. Auch recht gut erklärt dann. So, wo kann man denn nur hinstellen? Musterei, Sägewerk, wir können mal dahin schon springen. Musterei, hier kann man dann praktisch die Äpfel abliefern. Man kann Äpfel sammeln. Muss sie dann praktisch düngen und so. Genau. Man kann auch hier ist Klärwerk, Landhandel, Mülldeponie. Man kann auch Müll fahren in der Ortschaft selber. Kann man auch Gülle holen im Ort selber. Genau. Milch, Tankstelle, Raffeisen, alles Mögliche. Hier ist die Apfelmontage. Hier kann man praktisch Kombosch bzw. Mist hinschmeißen und Wasser. Ich glaube viermal kann man dann ernten. Da stehen immer dann Apfelkisten unten rum, die man dann aufsammeln kann. Eine super Sache eigentlich. Genau. Und hier auch wieder Lagermöglichkeiten. Mit den Dingern da kann man praktisch das sind Autoloader, da kann man hinfahren, da wird es aufgeladen. Was das war, keine Ahnung, wahrscheinlich ist das bloß eine Hütte. Gehe ich mal davon aus. Ja. Was ist hier noch drin? Ich glaube, hier war nichts mehr drin. Nee. Ja, also super Sache. Ja. Also muss schon sagen, die haben sich hier richtig Mühe gegeben, die Programmierer. Gemüsebau, wer es dann ganz arg haben möchte, ja, den muss man aber kaufen, oder? Nee, muss man nicht kaufen. Hier kann man dann praktisch Gemüse pflanzen. Muss man auch düngen und Wasser und so weiter. Hier hinten kann man dann Salat und Gurken, glaube ich, ansehen, muss man auch düngen und mit Wasser versorgen. Genau.
dass ich jetzt zum Beispiel Kopfsalat hier, das ist auch nochmal Kopfsalat, nochmal Kopfsalat, und da hinten waren, glaube ich, dann, was, eine Tomaten, genau, Tomaten auf der Palette, muss man halt auch düngen und so weiter, also viel, viel zum Tun hier. Sägewerk, klar, kennt man. Hier ist, glaube ich, noch, was ist das hier? Das ist bloß ein Feld, ja, das ist ein größeres Feld. Ein richtig großes Feld. Ja, was haben wir noch? Klärwerk, wo haben wir denn nochmal die Stadt? Da ist der Händler, Klärwerk. Das jetzt übersehen, Gemüsebau. Wo haben wir denn die? Das sind alles, das sind die Schafe, hier sind die Schweine. Heizkraftwerk, Mühle, Spinnerei, Händler. Wir können mal kurz zum Händler noch. Das ist der Händler. Der hat momentan geöffnet, hat aber Öffnungszeiten, wie gesagt. Ja. Was haben wir noch? Klärwerk. BGA. Ich muss jetzt gerade ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen überfragt, wo das Dorf ist. Ist das hier? Ja, okay, hier hat man auch noch Lagermöglichkeiten. Irgendwie. Ah, ich glaube, hier sind wir in der Stadt, genau. Ich zeige euch jetzt mal noch mal kurz die, hier kann man Wasser eventuell ziehen. Was? Hallo? So, hier hinten zum Beispiel. Da ist zum Beispiel Gülle, da ist ein bisschen was drin. Und es hat ein paar Häuser, kann man da praktisch aus, muss man da die Gülle abziehen, die man dann verwenden kann für sich selber. Hier zum Beispiel ist auch so eine Güllegrube drin. Oh, okay. Okay, jetzt bin ich gerade reingefallen, die Güllegrube, oh ne. So ein Mist. Nö, aber von dem her, man kann so viel machen hier. Ist einfach nur genial. Wir hatten jetzt aber noch irgendwo, was ich noch zeigen wollte. Jetzt, wo ist es denn? Wahrscheinlich bin ich gerade blind und sehe es einfach nicht. Schafe. Ach, das ist der Stall. Nochmal ein Schafstall. Den wollte ich aber nicht. Hier, da wollte ich eine Hühnerfarm. Die Hühnerfarm ist hier. Die kann man hier kaufen, wenn man das möchte. Muss man nicht, kann man, wenn man Spaß dran hat, kein Thema. Und dann gibt es das gleiche, glaube ich, noch auch noch mit der Pferdefarm. Genau, hier geht es nämlich zur Pferde Ranch. Die muss man aber dann auch kaufen, man kommt dazu auch nicht rein. Ja. Genau, und hier ist praktisch die Hühnerfarm, die scheinbar sehr, sehr groß ist. Also man kann eigentlich sehr viel Hühner dort halten und praktisch die Eier verkaufen dann. Ja, also von dem her viel zu tun hier. Hier ist praktisch noch Händler, hier kann man praktisch Saatgut kaufen und Dünger kaufen und Silage, glaube ich, ne? Man kann hier auch verkaufen hier. Ja, hier hat man dann noch, ganz ehrlich, ich weiß, Kalk oder so. Erde, ja, hi, hi. Meinst du mich? Hi. So, gut. Okay, ich glaube, ich habe euch das meiste kurz gezeigt. Weil die Karte ist wirklich riesig.
Man sieht es ja auch hier, ein rieses Ding. Uns gehört hier Feld 3, Feld 16, Feld 1, Feld 21. Ist unser schon. Ich hoffe, ich habe jetzt kein 1, habe ich glaube ich noch nicht gesagt. 1 noch. Es gibt nicht so viele Felder hier. Es gibt bloß, ja, aber es reicht auch, ganz ehrlich, erstmal. Hier werde ich auch den Fuhrpark noch ein bisschen anpassen. Ob ich es gleich mache, weiß ich nicht. Ich werde mir wieder ein Limit von Geld organisieren. Und danach muss ich dann auf eigenen Füßen sozusagen stehen. Genau. Ja. Ach so, ja, ein Fuhrpark, was wir bis jetzt haben. Sieht jetzt so aus. Moment. Also wir haben hier den kleinen Setor. Der steht oben an der Baumplantage. New Holland. In Deutz. In Fendt 300er. In Fendt 700er. Dann halt ein paar Frontladerteile. Den JCB. Den Mähdrescher. Palettengabeln. Mähwerk. Wagen, ein paar Wägen hier, ein paar größere, Bodenbearbeitung, Sandmaschine, Düngermaschine, ein paar Gewichte, Front, Mähwerk, Grassammler und ein Kercher. Dann kommt hier noch ein Viehtriebwagen zum, man kann zum Beispiel die Schweine bzw. die Kühe kann man auch scheinbar auf die Weide tun. Dort sind sie dann, produzieren sie auch Milch, aber in Kannen, die muss man dann abholen und zum Verkauf bringen dann. Mischwagen haben wir noch. Nochmal ein kleiner Wagen, wobei der ist, glaube ich, der ganz kleine ist. Wieder den Fendt. Da übrigens auch her für die anderen Projekte. Viehanhänger. Den Ladewagen. Diese zwei Auto-Load-Plattformen. Das Förderband, Werkzeugkiste, den John Deere, zwei Wasserwagen vermutlich. Dann haben wir hier zwei Kramer, zwei Schaufeln zum Kramer. Der hier wird später wahrscheinlich dann die Apfelplantage machen. Habe ich zumindest gesehen, dass das ganz praktisch ist scheinbar. Nochmal ein paar Frontsachen für den Kleinen, wahrscheinlich den Anhänger für den Kleinen, dann Überladewagen, zwei Wasserwägen. Ein Güllefass, ein variables Gewicht wohl, so eine Universaltransportmulde für die ganzen Saatgutherstellung oder so, je nachdem, für was man es braucht. Dann haben wir noch hier Universalfass zum Transportieren, ein großes, dann so eine Überladestation noch. Ja, und ich glaube, das war's dann auch. Wie gesagt, ein Großteil, Gießerteil werde ich hier mit Sicherheit noch raustun. Ja. Von dem her, das sollte es auch mal gewesen sein. Muss sagen, ein rieses Teil von Hof. Bin gespannt. Ich hoffe, ich kriege das Ruckeln noch hier raus. Und dann würde ich sagen, mit dem Anblick hier, sehen wir uns dann das nächste Mal, wenn es dann hier mal auch losgeht. Wünsche euch was noch und einen schönen Tag. Ciao.